Willkommen auf dem Speed Loop Special Power Breaks and Channel von Smilo Dogs. Und zwar heute großes Top-Thema, kommen wir aber gleich zu. Vorher möchte ich euch gerne noch daran erinnern, den Channel zu liken, teilen und abonnieren, Glocke drücken, alles was dazugehört, damit ihr keine News von King Kalle verpasst. Und dann noch vielleicht ganz kurz, weil heute werde ich euch mal nicht mit Werbung nötigen, sondern ich werde euch einfach mal sagen, dass mein Rabattcode Heiko euch beim Black Friday, der bevorsteht, absolut weiterhelfen wird, um die fettesten Rabatte rauszuziehen aus dem Ganzen. Weil Black Friday steht vor der Tür, habe ich gesehen da vorne vor der Tür, und der wartet, dass er reinkommen kann, für euch geile Deals bereithält. Ihr dürft gespannt sein. Und damit komme ich schon zum ersten Thema. Chris Bumstead. Letzte Woche leider die News nach Abdreh des Kalle Report erst reinbekommen. Deswegen gab es im letzten Kalle Report, der auch leider etwas verspätet kam, darüber nichts. Deswegen werde ich jetzt kurz darüber sprechen. Alle haben ihren Senf jetzt schon dazugegeben. Also bin ich jetzt ganz für mich und habe da in Ruhe Zeit, drüber meine Worte zu verlieren. CBAM wechselt in die Open Division, wie die meisten von euch mitbekommen haben. Er hatte ja auf der Mr. Olympia Show oder nach der Mr. Olympia Show seinen Rücktritt bekannt gegeben aus dem Leistungssport, und irgendwie hat ihm dann wahrscheinlich der Furz quer gelegen, wird er gedacht haben, ey Leute, geil, jetzt bin ich eh in Form, mal gucken, wie ich aussehe, wenn ich schwerer komme, weil dann könnte ich bei den dicken Jungs wahrscheinlich gut mitmischen. So, die Prague Evil Show ist am 16. 17. November, das Wochenende. Und vielen Dank nochmal den Veranstalter Peter, der hat mir nämlich Karten besorgt, so dass ich daran teilnehmen kann. Ich kann für euch vor Ort sein. Gestern Abend habe ich die Nachricht bekommen. Ich freue mich total. Ich werde dann live sehen, wie sich Chris Bumstead bei den schweren Jungs schlägt. Meines Erachtens nach bin ich der Meinung, wenn der Chris nicht in seinem Gewichtslimit sein muss, sondern ein bisschen draufpacken kann, und das wird er auch. Ich habe gelesen, 10 Pfund schwerer will er antreten. Das ist natürlich ein komplett anderer Look und ein ganz anderes Paket. Und ich könnte mir vorstellen, dass er die Show gewinnen kann. Und zwar, weil Rafael Brandão, The Horse, dann Martin Fitzwater, wahrscheinlich eventuell sogar Emir Umragic und Akim Williams, solche Hochkaräter werden er auffahren. Ich kann mir vorstellen, dass er die schlagen kann, weil das, die aufgezählten sind eh, in meinen Augen, hatte ich schon mal gesagt, so eine Hybriden, die zwischen Classic Physik und den ganz schweren Jungs stehen. Und wenn der Chris sich da jetzt einrät und mit seiner Linie und mit seiner Muskelqualität, kann er den Jungs das Leben richtig schwer machen. Zumal ja nach Bekanntgabe, dass er dort teilnehmen wird, 20 Minuten später online alle Tickets vergeben, ausverkauft waren. Und den Move, den haben die IFBB-Veranstalter natürlich auch im Hinterkopf. Wenn Chris jetzt eine Show gewinnt und dann zum Olympia kommt, dann ist das natürlich wirtschaftlich auch eine abgesicherte Veranstaltung. Da kann man mal sehen, wie ein Athlet die ganze Bodybuilding-Welt auf den Kopf stellt. Finde ich mega. Ist brutal. Ich bin total gespannt, was da jetzt passieren wird, ne? Also Nick, 10 Pfund schwerer in Prag bei den schweren Jungs. Dann hat sich Nick Walker dazu geäußert, auch mal zu seinen Plänen für das kommende Jahr und zum Chris Bumstead. Der Nick, der hatte ja nur 2023 seine Verletzung gehabt, musste deswegen den Mr. Olympia absagen, hatte dann irgendwie mit seiner Beinverletzung immer wieder zu tun, konnte aber trotzdem die New York Pro Show gewinnen im Frühjahr 2024 und hat sich dann vorbereitet auf Olympia 2024. Da gab es dann folgende Probleme. Nach Aussage seines Trainers hat der Körper nicht auf die entsprechenden Maßnahmen reagiert, wie er reagieren sollte. Sprich, er ist nicht in Form gekommen. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Nick ist ja eh in der Bodybuilding-Welt so ein bisschen umstrittener Athlet, was das angeht. Weil wenn ich einmal einen Vertrag unterschrieben habe, ich glaube, alle hatten mit Widrigkeiten zu tun. Der eine mehr, der andere weniger. Aber alle halten ihre Verpflichtung ein. Die Veranstalter werben mit seinem Namen. Die Leute kommen, um kaufen Tickets, um natürlich eventuell auch den Nick sehen zu können, zu wollen. Und dann wird halt, ich bin nicht in Form gekommen. Ja, das ist natürlich wirtschaftlich okay, aber von der sportlichen Seite ist das total unsportlich, meiner Meinung nach. Kann jeder seine Meinung haben. Ich habe da so eine ähnliche Meinung wie der Dennis James und sehe das ziemlich genauso. Wir hatten uns darüber auch unterhalten auf der Dennis James Classic, dass wenn man einen Vertrag unterschrieben hat, Verträge sind dazu da, dass man sie einhält. Vielleicht nochmal für die Leute, die nicht wissen, was ein Vertrag ist. Und wenn der entsprechende Kandidat jetzt nicht hundertprozentig in Form kommt oder nicht in Form kommt,
dann ist ja das nicht die Veranstalter-Sache, dann sollte er vielleicht so einen Vertrag vorher nicht unterschreiben. Und wie gesagt, gleiches Recht für alle. Aber er hätte eine Fahrradkette, kann man sehen, wie man will. Auf alle Fälle hat Nick sich dann auch ähnlich wie ich jetzt geäußert oder ziemlich deckungsgleich. Er traut Chris Bumstead auch zu, dass er die Show gewinnt in Prag, was natürlich der absolute Hammer wäre. Live dabei zu sein, ist natürlich noch was ganz anderes. Wenn man die Jungs live vor Ort sieht, kann ich euch unterstreichen, das ist kein Livestream, kann das wiedergeben. Und die Formen der Jungs schon gar nicht, wenn man die vor sich zu stehen hat. Prag ist immer ein Mega-Event mit eines der besten in Europa überhaupt, wenn nicht sogar das Beste. Und ich bin gespannt, was da noch an Konkurrenz auflaufen wird. Also wenn ja nicht nur 3-4 Mann kommen, da die Jungs, die sind alle hungrig für 2025, die wollen eine lange Ruhezeit haben, um sich dementsprechend gut vorbereiten zu können. Weil man darf immer nicht vergessen, oder viele von euch hinter der Kamera vergessen das, nach so einer Show ist der Körper ausgebrannt, der ist fertig. Der braucht dann auch eine gewisse Zeit Ruhe, um durchatmen zu können. Und wenn er die nicht bekommt, dann kommt er natürlich irgendwann bei Zeiten ins Stocken. Und genau das Problem hat der Nick gehabt. Ne? Und jetzt versucht er natürlich, so krass wie möglich wiederzukommen. Deswegen wird er auch die Arnold Classics nicht mitmachen. Da gibt es übrigens eine $500,000 Preisgeld, also $500,000 Preisgeld bei der Arnold Classics. Die lässt er sich tatsächlich eventuell entgegen, ob er sie gewinnen würde, steht ja gar nicht fest. Aber die lässt er sich eventuell entgehen. Das Risiko geht da ein, um eine bessere Form für 2025, für ein Olympia hinzulegen. Er braucht die Zeit, er nimmt sich die Auszeit vom Körper. Der Körper wird es danken. Also wie gesagt, der Körper wird dankbar darüber sein, wenn er da mal kurz ein bisschen runterfährt und sich dann voll wieder fokussiert auf diese eine Show vorbereitet. Qualifizieren muss er sich allerdings trotzdem irgendwo. Und da wird man mal sehen, wie er das macht, ob er das bei einer der Shows, die kurz vorher stattfinden, oder davon gehe ich mal ganz stark aus, weil wenn er sich jetzt die Auszeit gönnt und keine Arnold Classics und nichts mitmacht, um sich wirklich besser zu entwickeln, er will mit so einem krassen Paket wiederkommen, sagt er selber, dass dieser Aha-Effekt da ist. Oh, scheiße, habt ihr gehört, Nick kommt in der Form und so. Er will da nicht irgendwie dastehen, dass, ja, Nick ist auch dabei. Das will er halt nicht. Gut, da ist auch ein Stück weit Wunschdenken bei, was völlig in Ordnung ist. Man soll auch Ziele haben. Man soll auch realistische Ziele haben. Also der Nick, der ist ja eh einer von den schweren Jungs, der ziemlich gut polarisieren kann und auch gerne mal die Klappe ein bisschen aufreißt, was auch wieder gut fürs Game ist. Aber dann muss man halt am Ende des Tages auch abliefern und da sein bei der Show, wenn alle es verlangen und wollen und es eigentlich so geschrieben steht. Das vielleicht mal ganz kurz dazu. Ich wünsche dem Nick auf alle Fälle beste Genesungswünsche für sein, kann man ja schon fast sagen, Comeback, dass er wirklich sich erholen kann, dass der Körper die Zeit bekommt zum Durchatmen, die er braucht und dass er dann mit voller Energie und vor allen Dingen verletzungsfrei in die Wettkampfsaison reingeht. Das wünsche ich natürlich allen anderen Athleten auch logischerweise. Das vielleicht mal kurz zu Nick, zu seinen Plänen und zu der Aussage, dass Chris Bumstead in Prag gewinnen kann, dass er das gar nicht für so unwahrscheinlich hält, genau wie euer King Kale. Ja, das vielleicht mal zur Prag Evils Show. Dann kommen wir zu einem nicht so schönen Thema. Ja, die 35-jährige Johanna Perez ist kurz nach ihrem 35. Geburtstag leider verstorben. Ist eine Top-Bodybuilderin gewesen und hatte auch relativ große Followerschaft gehabt von 40.000 Leuten, glaube ich. War Trainerin gewesen. Gesundheitliche Probleme sind nicht bekannt gewesen bei ihr. Also keine Ahnung, woran es gelegen hat. Die Infos sage ich nicht. Sehr, sehr schade um die attraktive Bodybuilderin. Und wir wünschen natürlich den Hinterbliebenen oder unser Beileid drücken wir aus. Und ja, das ist wirklich schade, dass man fast wöchentlich hier so eine Nachrichten mitbringen muss. Muss man nicht, sollte man aber, weil man erstmal aus Respekt den Athleten gegenüber und wir wollen natürlich auch untereinander uns Respekt zollen und da gehört das dann auch dazu, dass man die Leute erwähnt, die sich in unserer Szene schon einen Namen gemacht haben und schon ziemlich erfolgreich waren. Das gehört sich, glaube ich, einfach so. Also lass mal so stehen das Thema. Johanna, Ruhe in Frieden. Und kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir mal zu erfreulicheren Themen. Und zwar hatten wir diverse Regionalshows,
vom NAC jetzt am Wochenende gehabt. Da war immer die Süddeutsche, wo Johannes Lukas, sein Athlet, sein Junior gestartet ist. Ich habe leider, mir liegen leider keine Ergebnisse vor. Und wir hatten die Norddeutsche gehabt, bei der ich zugegen war mit meinem Athleten Felix, der dort einen guten dritten Platz belegen konnte bei seiner allerersten Wettkampfshow. Das war quasi so ein Erfahrungssammelwettkampf gewesen, der sehr, sehr wichtig ist für einen Beginner. Und da muss man dann gucken, wie fühlt man sich auf der Bühne überhaupt vor Publikum, kommt man damit zurecht. Aber ich glaube, mein Felix ist da auch eine kleine Rampensau. Er hat Spaß gehabt, das war am Ende des Tages wichtig. Wir bereiten uns jetzt auf die Folgeshow vor, die jetzt am kommenden Wochenende in Berlin ist, die Ostdeutsche Meisterschaft vom NAC. Vielleicht mal so viel dazu. Dann gab es noch ein tolles Ereignis, da hat ein junger Mann einen Durchmarsch gemacht. Und zwar bei der Monster Sym Pro Show, koreanischen Schieß mich tot. Ne, am vergangenen Wochenende, ein 212er Athlet. Ich werde euch trotzdem kurz verraten, wo es war. Das war nämlich in Gwangmyeong. Sollte jeder kennen eigentlich. Ich kenne es nicht. Und zwar hat dort der Bulat Sologub, hat dort sich die Pro-Card gesichert in der 212 und ist direkt durchmarschiert und hat sich auch noch die Olympia-Quali geholt dort. Ne, also ein schöner Fleischklops, sieht vernünftig aus, checkt mal sein Insta ab, dann wisst ihr, wie der aussieht. Ja, sowas, das sind natürlich auch so eine kleine Erfolgsstory, das ist immer geil, wenn man Pro wird und dann im selben Atemzug sich gleich die Olympia-Quali holen kann. Da träumt natürlich jeder von. Mit anderen Worten, ein Träumchen. Dann gab es ja noch weitere Shows, die jetzt nicht so groß ausgeschrieben sind. Das war der Invictus Cup, die Invictus Cup Pro Show in Kasachstan. Keine Angst, mit der hatte Max Matzen nichts zu tun. Also die ist nur so benannt. Dort waren drei Klassen am Start gewesen. Dort kann ich euch mal auch ganz kurz die Klassensieger vorlesen. Das war zum einen gewesen in der Classic Physik Darin Shaibayev, in der Men's Physik Emil Walker, in der Figur Adela Ondrejovikova und in der Bikini Ashley Kaltwasser. Gab es deutsche Beteiligung? Gab es nicht. War alles asiatisch und emiratisch. Oder wie das heißt. So, Men's Physik, gab es da was Deutsches dabei? Nix. Alles nichts Spannendes. Ich muss euch ja trotzdem die News erzählen, dass es Wettkämpfe gab. Auch wenn das jetzt böse Zungen und überhaupt ein Hinterhof-Wettkämpfe sind. Aber egal. So, Figur gab es auch nichts Deutsches. Und in der Bikini gab es auch nichts Deutsches. Dann gab es noch eine weitere Show mit einer Klasse in Florida. Dort ist eine, da gab es natürlich auch eine Gewinnerin. Und zwar die Clash Series All South Championship Show mit Gewinnerin Natalia Abraham Cielo. Gut aussehende Dame. Was ist das für eine Klasse? In der Women's Physik. Also die einzige Klasse Women's Physik. Ja, sieht schon beeindruckend aus, die junge Frau. Damit beschließen wir den Kalle-Report. Das war alle News gewesen, die ich hier zusammenbekommen habe heute. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wie gesagt, liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen. King Kalle gut finden. Und bei der Black Friday Week unbedingt meinen Rabattcode verwenden. Sonst könnt ihr nicht sparen. Oder beziehungsweise nicht den besten Preis erzielen. Und damit bin ich raus. Peace and love and rock'n'roll. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.